Twinspark, der Motorrad-Podcast. Carina! Hallo! Freue mich so, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu Twinspark Folge 12. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück nach der Sommerpause. Was ja. Einem auch keiner sagt, wenn man einen Podcast startet, dass das wirklich süchtig macht und man Entzugserscheinungen bekommt, wenn man nicht jede Woche aufnehmen kann. Ja, voll. Es ist wirklich anstrengend. Ich bin schon in so ein kleines Loch gefallen, muss ich sagen. Also ja. Da war schon, es fehlte was, definitiv. Auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall heute so ein paar Sachen erstmal so besprechen müssen, bevor wir zu unseren heutigen Gast begrüßen dürfen. Deshalb etwas, wie sagt man so schön, Housekeeping, ne? So ja. Ein bisschen Neudeutsch. Aber first things first, hast du ein Bier? Ich hab mir einen Radler, beziehungsweise ich habe hier einen Tegernseher, das ich gerade ein bisschen mit Limo gemischt habe, weil es hier geradlert hast. Genau. Gib dir erstmal Wohlsein. Ah, sehr schön. Wo fangen wir denn an, Carina? Ich würde sagen, vielleicht vorneweg für die Leute, die uns bei YouTube gucken, weil wir so wunderschöne T-Shirts anhaben, um das gleich mal von vornherein aufzuklären, damit klar ist, warum wir auch heute im Twinspark-Zwillings-Outfit unterwegs sind. Hier steht nämlich ganz groß Band-Aid auf dem Shirt. Ist keine Reminiszenz an das vergangene Konzert, Benefiz-Konzert. Wer war es? Sänger von den Rascal Flatts. Hilf mir. Ja, genau, nee, auf jeden kann Fall ich nicht. Legendäre Konzertserie mit unter anderem Queen. Ist ein kleines Wortspiel und zwar von den Kollegen, Jungs, Freunden aus dem Bersiversum und dem Motorrad-Podcast-Universum, die Sponsoren von unter anderem Bearcast und SSMP und zwar von Bend Motorwear. Und zwar sind es die Band Aid T-Shirts und Pullis, die man bei denen auf der Website gerade bestellen kann. Und zwar zugunsten und zu Hilfe der Flutopfer in Ahrweiler und Rheinland-Pfalz, die aktuell ja unter anderem ihre Häuser, ihr Hab und Gut und ihre Klamotten verloren haben, teilweise zumindest. Und Band hat eine ganz großartige Aktion gestartet. Und zwar kann man sich eben dieses wunderschöne Shirt mit Band Aid bestellen. Das Ganze gibt es noch als Hoodie, den ich mir auch selber gekauft habe, aber jetzt aktuell aufgrund der Temperaturen nicht anziehen kann. Und man kann auch Gutscheine noch kaufen. Und das geht, glaube ich, zu über 80-90%. Schlagt mich bitte nicht, wenn die Zahlen falsch sind, aber ich glaube auf jeden Fall zu fast 100% eben in Bekleidungsspenden an die Flutopfer. Und wir packen euch gleich den Link noch in die Shownotes zu der Seite von Bend Motorwear. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren und das alles anschauen. Und wie gesagt, Klamotten sind nach wie vor in gewohnter und hochwertiger Qualität und ist wirklich schön zu tragen und man tut dabei noch was Gutes. Der einzige Nachteil für mich ist tatsächlich, dass die Farbe weiß ist, weil ich laufe schon seit 3 Tagen mit Schmutzfingern rum. Ich habe nämlich die letzten 2 Tage an meinem Motorrad gebastelt und heute an meinem Fahrrad. Aber ich werde mir nochmal die Hände waschen und hoffentlich wird Nico nicht merken, dass ich sein T-Shirt mit Schmutzfingern angezogen habe. Das musst du doch zu Corona-Zeiten sowieso machen, immer schön die ja. Hände waschen. Genau. Aber wie gesagt, zum einen, die Katastrophe in NRW ist schon eine Weile her, aber ihr habt es ja selber gesehen. Das ist ein Thema, das noch auf Jahre hinaus Aufbauarbeiten nach sich ziehen wird. Und deshalb ist der Support umso wichtiger. Und auch wenn es so aus den Augen, aus dem Sinn ist, denkt dran, helft gerne mit. Und vor allem, ihr helft nicht nur, ihr tut nicht nur was Gutes, sondern die Qualität der Klamotten ist sensationell. Also das T-Shirt ist der Hammer. Also habt ihr richtig gutes, geiles Stück Kleidung und macht noch was Gutes. Also ja. Große Aufforderung, bitte bestellt jetzt, spendet und helft gerne und auch nicht nur den MotorradfahrerInnen in ganz NRW in der Eifelregion, sondern auch den ganzen Anwohnern da, den Gasthöfen, wo er gerne einkehrt. Kaffee Fahrtwind zum Beispiel in Eifel hat es auch hart getroffen. Mhm. Da sind sehr viele Einzelschicksale dahinter, die natürlich auch uns als Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen betreffen. Insofern großer Aufruf, ganz viel Liebe, teilt das gerne mit den Leuten und helft ihnen. Leuten dort vor Ort. Genau. Und wie gesagt, wir haben das auch alle selber bezahlt, nichts gesponsert bekommen, natürlich nicht. Und genau.
An der Stelle würde ich gleich die Überleitung mit dem Zwillingsoutfit nutzen. Und zwar hatten wir das auch an, und zwar das andere Zwillingsoutfit von Bent Motorwear, unser Bärenfell. Und zwar für die, die es noch nicht mitbekommen haben und die es noch nicht wissen, Alex und ich, wir kennen uns ja seit ungefähr Anfang des Jahres, aber über dieses ominöse Internet. Und wir haben uns tatsächlich am 1. Juli-Wochenende das allererste Mal live gesehen. So aufgeregte kleine Kinder so. Oh Gott, Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war echt so schön. Ich habe mich so gefreut, wirklich. War echt ein geiler, geiler Tag, ein geiles Wochenende. Und zwar, genau, könnt ihr auch alles im Bearcast schon nochmal ausführlich nachhören. Wir waren nämlich auf dem Electric Ride Event in Hardixen bei Göttingen und sind einen Tag lang Elektro-Enduro gefahren. Also mit Freitagabends anreisen, Campingplatz am See. Viele Menschen treffen, die man nur aus dem Internet kennt, nicht nur die Carina oder nicht nur den Alex, sondern auch die ganzen Bearcast-Jungs, Howie, Pets, SSMP-Jungs und alle, die dann sonst rumkeuchen und fleuchen. Und das war, ich fand es wieder erstaunlich, ich kannte wirklich keinen einzigen persönlich, keinen einzigen. Du kommst auf diesen Zeltplatz, guckst kurz rum, erkennst die meisten nur an der Stimme, was ich sehr skurril fand. Ja. Aber du hast sofort eine Ebene gehabt, das war sofort, hier bin ich zu Hause. Das war total, das fand ich total irre. Und wir haben dann irgendwas nett geklönt, Spielchen getrunken, Whisky getastet, wie es halt so gehört. Und einen Tag richtig derbe Offroad gefahren, Elektro-Enduro in Electric Ride Park in Hardixen. Aber riesenfest, also guckt auf jeden Fall, es gibt einen Blogartikel von mir dazu, da ist ein Video damit dabei, es gibt einen Bearcast-Podcast, den wir verlinken werden und wir hatten Mörderspaß und waren ganz schön K.O. Also ich kann nur das eine Bild von mir zitieren, wo ich mein Stiefelbier nur im Liegen trinken konnte. Ich war echt durch, aber es war so geil. Ja, also, es war richtig geil. Für mich war es auch das allererste Mal Offroad fahren und das hat, also ich bin zwei Turns gefahren, zweimal eine Dreiviertelstunde. Und ich war wirklich am Ende danach. Es war auch, muss man sagen, extrem heiß. Ich habe schlecht geschlafen, aber es war trotzdem einfach unfassbar anstrengend. Ich glaube, ich habe auch eine Woche lang Muskelkater gehabt, weil es halt auch so Belastungen sind, die man normalerweise nicht so hat jetzt beim normalen Fahrradfahren oder so. Aber es war so spaßig, es hat so viel Laune gemacht. Und ich muss echt sagen, ich bin so positiv überrascht von diesen Elektromopeds. Also es waren die KTM E-Freeride und die waren so entspannt und lustig zu fahren mit drei verschiedenen Fahrmodi und es war halt wirklich anfängerfreundlich. Man konnte dann die Stufen hochstellen und da war dann auch so für Fortgeschrittene wie dich auf jeden Fall auch ein Spaßpotenzial drin. Und ihr seid ja auch richtig geil gejumpt auf der Motocross-Strecke, ne? Ja, ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich war da ein bisschen der Schisser. Aber die Jungs, wie, also Howie hat sowieso irgendwie Vollgas gegeben. Die sind ja richtig versucht, den Table-Jump noch zu machen. ich war da so ein bisschen vorsichtiger unterwegs, aber war trotzdem ein Riesenspaß. Ich habe auch zweimal versucht, mit meinem Helm einen Baum zu fällen, weil auf dem Single-Trail habe ich mich wirklich dann, also auf einer schon relativ steilen Abfahrt, zweimal gemault, weil mir so ein bisschen das Hinterrad versprungen ist auf so einem Stein. Und dann habe ich halt gleich irgendwie, weil es war wirklich sehr schmal, bin ich leider Kopf über den Lenker gegangen und zwar in den gleichen Baum eingeschlagen. Ach, und Schande. Die hinter mir Stehenden haben nur so die Baumwipfel wackeln sehen und ein lautes Scheiße aus dem Busch gehört. Aber ist nichts passiert. Du warst ja nicht schnell unterwegs, aber es war trotzdem sehr aufregend und der Puls war auf jeden Fall oben. Aber das Coole daran ist, das, was vielleicht auch schon ein schöner Hint auf die Folge heute Abend, du kommst nur dann an deinen Grenzbereich, wenn du ihn wirklich mal auslotest. Und es ist also, wenn man sich unterschiedlichen Grenzsituationen aussetzt mit dem Motorrad, weiß man das nächste Mal, okay, bis dahin geht es gut, danach nicht mehr. Und das ist so der Gradmesser, nicht nur irgendwie Offroad-Tauglichkeit, aber auch Schräglage auf dem Asphalt, sonst was. Ich finde, das macht einen zum kompletteren Fahrer, macht super Laune. Ist auch ein bisschen aufregend, also insofern hält es jung und erweitert den Horizont. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, egal ob du Rennstrecken, Joghurtbecherfahrer, Stollenreifenfahrer oder sonst was bist, probiert es aus, macht euch Training, sucht euch Leute, die es besser können als ihr, guckt es euch von denen ab, lasst euch Tipps geben, es macht sau viel Laune, du bist K.O. wie Schlumpf danach, aber du gehst auf jeden Fall schlauer raus, als du reingehst.
Und vor allem glücklicher, so viel Ja, glücklicher. Es war wirklich kein einziger, der den Helm abgenommen hat und in irgendeiner Art und Weise enttäuscht oder unzufrieden war, sondern jeder war einfach fertig und glücklich und am Ende seiner Kräfte, aber war echt einfach ein super, super geiles Erlebnis. Der Nico hat ein Foto von mir gemacht, nach dem zweiten Turn, glaube ich, und hat es mir geschickt, weil so noch nie sah, glücklich sein und tot waren so nah beieinander, weil ich war so fertig. Hochrote Birne, geölt wie ein Iltis, aber einfach trotzdem so ein glückliches Grinsen, so fuck, war das geil, gib mir noch ein Sauerstoffzelt und Wasser und in der dreiviertel Stunde bin ich wieder so weit, da kann ich wieder. Ah, oh, herrlich. Ja, genau so. Genau so. Sehr schön. Große Empfehlung auf jeden Fall. Schreit nach Wiederholung, werden wir sicherlich auch tun. Ja. Mehr Enduro-Trainings braucht der Mensch. Also ich. Ich auch. Genau. Du hast vor allem Stollenreifen auf deiner Gisela. Auf jeden Fall. Ich warte schon drauf, dass die Energy 3 bald mal runter sind, weil ja, so halbgare Reifen wegschmeißen möchte ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber ich fahre schon fleißig und habe jetzt auch schon wieder 2000 Kilometer mehr drauf als noch vor einer Woche. Und dementsprechend hoffe ich, dass die bald mal weg sind. Ja, auch gute Überleitung. Du warst ein paar Kilometer Strom jetzt gerade auf deiner Gisela. Nämlich die liebe Karina war auf Alpentour. Ja, genau. Ich war auf Alpentour. Bitte? Da hatten wir gerade ein Lag. Wir hatten gerade ein kleines Delay. Das Internet war überfordert mit so viel Glücksgefühlen. Ja. Nein. Meine Frage war von wegen Reifen runterfahren. Du warst ja gerade in den Alpen und die Frage war, wo wart ihr denn? Wo seid ihr rumgefahren? Also, wir sind im Endeffekt im Allgäu losgefahren und einmal so ein bisschen durch die Schweiz. Also über Reute, das Hantenjoch, dann über Samnaun, St. Moritz und den Maloja-Pass nach Chiavenna. Und von Chiavenna aus sind wir einmal direkt, quasi einmal von Westen nach Osten quer durch die italienischen Alpen gefahren. Also unter anderem dann, wir waren ein bisschen in der Lombardei unterwegs. Da habe ich zwei ganz coole Tipps. Und zwar, die Straßen kannte ich davor selber noch nicht. Habe aber heute in einem Gespräch mit einem ganz lieben Arbeitskollegen auch schon darüber geschwärmt, weil er kannte die natürlich. Und zwar der Passo San Marco und Passo Vivione. Sind zwei ganz, ganz wundervolle, winzig kleine Passstraßen, die sich so durch die lombardische Wald- und Wiesenlandschaft schlängeln. Teilweise sind Wanderwege in Süddeutschland besser ausgebaut als diese Passstraßen. Also es ist wirklich herausfordernd. Die Durchschnittsgeschwindigkeit war circa bei 40 km/h, weil die Kehren so eng und klein waren, dass man einfach auch nicht schneller fahren konnte. Aber landschaftlich einfach traumhaft schön und absolut kein Verkehr. Und dann sind wir noch mal ein bisschen in die Schweiz herangefahren, über den Bernina Pass, Livigno, Ofenpass, Umbrail Pass, Stilfser Joch nach unten und dann an den Gavia Pass. Und von da aus eben quasi die großen Klassiker, Mendelpass, Karapass, dann Fedaya, die komplette Sella-Runde sind wir gefahren, Falzarego und dann sind wir über Lago di Sauris, auch ein sehr, sehr tolles Motorradgebiet, geht schon Richtung Friaul. Ist auch dann schon wieder relativ wenig touristisch erschlossen und wenig Verkehr. Also im Endeffekt alles so zwischen Lombardei und Friaul ist halt so, ja, doch sehr touristisch, muss man sagen, auch mit den ganzen Seen, Iseo und Gardasee und so weiter. Aber da wird es dann auch wieder ein bisschen weniger. Und dann über den Plöckenpass haben wir noch am Fuße des Großglockner übernachtet und sind dann am fünften Tag über Großglockner und Gerlospass wieder zurück nach Deutschland. Großartig, ich war so super. Also ich habe mich gefreut vor euch, ich war aber auch gleichzeitig so neidisch, wo ich eure ganzen Bilder auf Insta gesehen habe. Also ich will auch. Aber es wird zwar nicht ganz die Alpen, aber ein bisschen Moped fahren werden wir dieses Jahr auch noch. Und zwar, wir werden zusammenfahren. Ja, da freue ich mich auch schon sehr. Ja, wir planen nämlich noch eine kleine Motorradtour, ein verlängertes Wochenende durch den Bayerischen, sagt man eigentlich Bayerwald oder Bayerischer Wald? Bayerischer Wald. Ich glaube, Bayerwald ist so die Abkürzung, aber Bayerischer Wald ist es eigentlich offiziell. Das, das Lustige ist, wir beiden als Podcast-Host werden fahren mit dem Podcast-Gast aus Nummer 3, Nummer 9 und Nummer 11. Ja, das wird super. Ja, das war so ein bisschen irgendwie kleine Reunion. Zum Kontext, also der Podcast-Gast Nummer 3 war der Stefan, der mittlerweile seinen Führerschein gemacht hat. Der hatte damals ja noch keinen, als wir
aufgenommen hatten. Schade, zu Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, juhu. Und der hatte seine Honda CB1100 schon in der Garage stehen und stieg um sie rum ohne Führerschein und hat endlich seine Pappe jetzt, hat sie bestanden, hat seine Klamotten gekauft, hat auch schon Taschen, also Gepäcktaschen irgendwie dran am Moped und ist auch schon ein bisschen aufgeregt. und dann der Gast aus Podcast Nummer 9 ist der liebe Nico. Der dann nicht für mich vertretungsweise BMW Boxer fahren darf, sondern seine Frau Strom durch den Bayerwald tragen darf. Und dann, um das Ganze abzurunden, ist der liebe Thomas aus Folge Nummer 1, Nummer 11, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, ich muss langsamer reden. Der Thomas aus Folge Nummer 11, mit dem ich bei Triumph in Ostersleben war und durch den Harz geballert bin und abgerundet ist dann noch durch meinen lieben Freund, Blog-Co-Autoren Siggi. Und wir werden dann quasi im Grunde uns im Fichtelgebirge treffen, einen Tag nach Passau runterfahren und dann von Passau wieder zurückfahren und dann fahre ich wieder nach Berlin zurück. Also das, ich tüfte noch an der Tourenplanung. Ich bin da so ein bisschen super Nerd. Ich habe, glaube ich, schon 10 verschiedene Tourenempfehlungen im Bayerischen Wald genommen, mir die GPX-Dateien besorgt oder nachgebaut, die Touren übereinander gelegt, guckt, wo ist denn die größte Übereinstimmung, was ist so die maximale Empfehlung, wo ist es am geilsten? Und da bin ich halt schon ein bisschen. Ist der Kalimoto-Score über 100? Ja, ich plane ja nicht mit Kalimoto, sondern über Kurviger. Aber egal, man kann ja das nochmal referenzieren mit Kalimoto. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich eigentlich viel zu wenig wie wir alle viel zu wenig Zeit habe, Touren zu fahren. Und dann, wenn ich Touren fahre, möchte ich es dann bitte sehr geil haben. Und deshalb stecke ich so viel Aufwand in die Planung, das Ganze irgendwie rauszufitzeln. Aber egal, mit tollen Menschen Moped zu fahren und abends schön Stiefel zu bieren und schön die Kurven des Tages nochmal zu diskutieren, das ist echt Gold wert. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich mich auch. Und ich muss auch sagen, aus der Erfahrung der letzten Tage, eben durch die Italien-Tour, ich hatte auch, ich hatte über 2000 Kilometer Touren geplant mit so Tagesabschnitten um die 350 bis 400 Kilometer und ich wollte wirklich alles mitnehmen, alle Pässe. Also wir haben ungefähr so ein Drittel von dem geschafft, was ich eigentlich geplant hatte. Aber auf der anderen Seite war ich einfach super dankbar, weil ich bin da auch so wie du, dass ich am besten das Allergeilste will und gerade wenn ich noch jemanden dabei habe, dem ich gerne viele Sachen zeigen möchte und wo ich einfach auch will, dass derjenige eine gute Tour hat und dann war ich einfach so im Planungsfieber und Nico hat mich da dann auch wieder so runtergebracht von meinem Stresslevel und gesagt, komm, lass ein bisschen abkürzen, dann haben wir auch nochmal Zeit für einen Fotostopp und können auch einfach mal die Landschaft genießen und das hat mich dann aber auch so entspannt und dementsprechend ist es halt die Symbiose aus guten Straßen und guten Menschen immer das Beste an so einer Tour. Ja, das wird auf jeden Fall, also wie gesagt, es wird für den Stefan auch die erste größere Tour sein, das heißt als Fahranfänger, gibt er sowieso die Pace vor, aber ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass er mit Siggi ein sehr gutes Duo abgeben wird. Siggi ist so ein Gemütsruhefahrer. Also der fährt super entspannt, der ist meistens auch weiter hinten im Pulk zu fahren, aber der kommt hinterher, das ist so, ja, alles klar, fahrt ihr mal vor, ich komme hinterher, alles ist gut. Ach, schön. Das wird auf jeden Fall passen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Rasertour fahren wollen. Nein. Kein Fall. Nein, das wird toll werden, ganz entspannt. Und ich hoffe auch, mal gucken, wie das Wetter ist. Aber ich muss ja immer noch gucken, dass ich mal meine neue Kombi mal nass mache, weil ich habe die jetzt wirklich seit ein paar Monaten und ich hatte noch keinen Regenschauer. Das geht so nicht. Also, da klebt noch der Dreck vom Offroad-Event dran. Ich habe es nur ausgebürstet. Ich sah so aus. Das war Hammer. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Aber dann voller Einsatz. Also halbe Sachen machen wir nicht. Nein. So. Genau. Und ein paar andere, Meister der Überleitungen, ein paar andere Freunde von uns, die waren auch auf Tour und die waren auch unfreiwilligerweise in Besuch. Nämlich die Bears wollten ja gegen Polen starten, die Südroute der TED Polen fahren. Haben es auch geschafft bis Mecklenburg, also bis zu Uckermark. Und dann eilte mich ein kleiner Hilferuf. Und unser lieber Freund Howie hatte sich beim Spökers machen, was er immer gerne macht, leider die Bänder verletzt und konnte nicht weiterfahren. Also war dann letzte Woche Mittwoch der kleine Notfallseinsatz quasi angesagt, dass sich dann quasi Howie aus
der Uckermark abholen musste und die Bärs hier bei mir in Weißensee zu Gast waren und wir dann erstmal guckt haben, dass wir Howie und sein Motorrad wieder gut nach Bremen bekommen und dann die Jungs weiterfahren konnten. Ich hatte mich natürlich gefreut über den Besuch der Jungs hier in Berlin, aber die Vorzeichen hätte ich mir gerne anders gewünscht. Ich war ja ursprünglich, war der Plan, dass ich nach Polen fahre, die Jungs entweder an ihrem Fahrtag abfahre oder abends im Zeltlager besuche und dann abends wieder zurückfahre. Insofern habe ich zwar gesehen, aber ich habe dann eher den Krankenfahrer gemacht. Das tut mir total leid, weil wir hatten ja gerade das Thema irgendwie, oh Gott, Tour, maximales rausholen. Und ich kann mir so vorstellen, wenn du diese Tour planst, und das war eine lange Tour geplant, um mehrere Wochen, und dann nach Tag 3 oder 4 einfach nicht weiterfahren kannst. Also Howie, ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Nimmst ja nicht so doll zu, hast viele Heilung, schnelle Heilung deines Fußes, dass die Tour wieder bald, dass du wieder bald fahren kannst und die Tour wieder aufnehmen kannst, vielleicht im nächsten Jahr. Hoffentlich, doch. Und mir tat es auch so leid, als ich dann in der Story eben gesehen habe, dass er mit Krücken unterwegs ist, weil wir hatten ja auch kurz davor noch die Mich fragt ja keiner Folge im Bergcast aufgenommen und extra noch drüber gesprochen und er hat am Abend vorher noch sein komplettes Motorrad zerlegt, weil die Steckdosen irgendwie die Wasserdurchfahrt nicht ausgehalten haben und hat komplett neue Steckdosen und das war also wirklich, mir hat das Herz auch so ein bisschen mitgeblutet und es tat mir wirklich so leid, aber an der Stelle, immer nach vorne blicken, geht weiter, geht aufwärts und ich hoffe auch, dass nichts gebrochen ist und nichts gerissen ist, sondern nur vielleicht ein bisschen überlastet oder so. Ja, auf jeden Fall hat dieser Abend zu einer weiteren Twinspark-Merchandise-Artikel geführt. Weil ich habe ihm noch meine alten Krücken gegeben. Ich hatte vom Bender das im Keller und da hatte genau der Twinspark-Aufkleber hinten drauf gepasst. Also er hatte jetzt Twinspark-Krücken. Ich habe es gesehen, ich habe mich so gefreut, so lustig. Außerdem ist das andere Schöne, um die Überleitung gleich wieder zu nutzen. Ach, das läuft halt schon wieder. Er hat jetzt ja auch dann extrem viel Zeit, um Podcasts zu machen. Und das wollte ich an der Stelle auch gerne nochmal shoutouten und bewerben. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, aber der Howie hat ja ein neues Podcast-Projekt, das nichts den Wandertag. Mit Motorradfahren zu tun hat. Genau, den Wandertag-Podcast. Ja, mit seinem Kollegen Yannick. Und an der Stelle, also falls ihr jetzt hier als treue Zuhörer von Twinspark auch schon durch seid mit allen Folgen und sehnsüchtig auf die nächsten wartet und in der Zwischenzeit qualitativ hochwertige und wirklich spaßige, mitreisende Unterhaltung braucht, hört euch den Wandertag-Podcast an. Ganz, ganz großes Kino. Das ist so der Knaller. Ich habe jetzt gerade die letzte Folge im Museum habe ich gerade durch. Und bei jeder Folge, ich habe Howie also hier bei mir noch auf dem Sofa notlagerte, bis er abgeholt wurde. Ich möchte eigentlich gerne eine Reaction-Folge machen. Also alle Folgen nochmal zu kommentieren. Und ich habe Howie und Yannick ein Bild geschickt zum Thema im Schwimmbad waren. Ja. Von meinem Bademeister, bei dem ich damals, meine Schwester und ich damals unsere Schwimmprüfung gemacht haben. Das ist Seepferdchen, Hubertus Beckers. Das war der Hammer, das war der Knaller-Typ. Und das nächste Projekt, dann quasi jede Wandertag-Podcast-Folge entsprechend nochmal zu kommentieren. Das mache ich dann, wenn wir die Season 2 unseres Twinspark-Podcasts durch haben. Also irgendwann um Weihnachten wahrscheinlich. Genau. So, und jetzt perfektes Timing, wenn wir jetzt gerade die Anmoderation zu Ende machen, schleicht sich unser heutiger Gast in den Podcast ein. Herzlich willkommen, Tanja. Hallo. Tanja. Ach, schön. Mit einem strahlenden Lächeln sitzt sie im Transporter. Vor dem Transporter. Ah, schön. Freut mich total, dass es geklappt hat, dass wir ein Date gefunden haben. Und du strahlst richtig. Ich freue mich voll, dich zu sehen. Ja, immer wenn ich Motorrad dabei habe, vor mir habe. In dem Fall hinter dir. In dem Fall hinter mir, genau. Ah, super. Da fange ich gleich mal an, für alle, die es jetzt nämlich gerade nicht auf YouTube sehen, sondern fleißig in der Podcast-App hören. Die Tanja sitzt nämlich vor der geöffneten Heckklappe ihres Transporters und da sieht man einen 190er Hinterreifen mit einer schönen Doppelauspuffanlage und
einen vollgestopften Rennstreckentransporter mit Lederkombi und Klappstuhl, Liegestuhl, Schlafgelegenheit. Und das sieht nach einem richtig, richtig geilen Wochenende aus, das du vor dir hast. Ich hoffe doch. Wo treffen wir dich denn an, Tanja? Wo bist du gerade? Ich bin quasi in Großdölln. Bin heute von zu Hause weggefahren und bin in Großdölln und morgen Aufbau und am Samstag, Sonntag dann Veranstaltung. Ist ja quasi um die Ecke, der hätte bei mir aufnehmen können. Ja, da hättest du mal was gesagt, dann wäre ich gekommen. Sehr schön. Genau, ja. An der Stelle, dann würde ich dich doch gleich bitten, stell dich doch einfach mal vor und erklär doch einfach mal kurz, was ist Großdölln und was machst du da jetzt genau am Wochenende? Okay, also Großdölln ist eine Mittelstrecke, Rennstrecke, ist aber auch ein Testzentrum. Da werden, gibt es Motorrad- und auch Pkw-Veranstaltungen letztendlich. Ich bin jetzt über einen Veranstalter dabei, der mich gebucht hat als Instruktorin. Und darf da 2 Tage lang Teilnehmer begleiten und mit denen hinten dran quasi meine Runden ziehen. Alles klar. Das heißt, du bist Motorrad-Rennstreckeninstruktorin? Ja, nicht nur, sondern ich mache also vom klassischen Fahrsicherheitstraining bis hin zur Rennstrecke quasi alles. Egal, ob jetzt Offroad, Onroad, wie gesagt, Rennstrecke, klassische Fahrsicherheitstrainings, Schwerpunkt Motorrad, aber auch durchaus Pkw und Kleintransporter auch. Cool. Voll cool. ich muss gerade die ganze Zeit das Motorrad angucken. Sorry. Soll ich mich anders setzen? Nein, auf keinen Fall. Eigentlich könntest du gleich nochmal den Schwenk machen auf die Rennstrecke, weil Großdölln ist zwar in der brandenburgischen Pampa, aber es ist eine der anspruchsvollsten Rennstrecken, die da entstanden sind, die, glaube ich, von Hans-Hermann Thielke sogar gebaut wurden, der die ganzen zahlreichen Formel-1-Rennstrecken gebaut hat. Auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles Revier ist. Ich war tatsächlich selber noch nicht hier. Ich bin schon gespannt, was mich erwartet die nächsten Tage. Und ich campiere jetzt nicht direkt in Großdölln, sondern in so einem kleinen Vorort. Da habe ich mir so einen Wohnmobilstellplatz rausgesucht, wo ich heute Nacht noch in Ruhe, sage ich mal, mich vorbereiten kann. Okay. Was heißt vorbereiten an der Stelle? Wenn du sagst, du kennst die Rennstrecke noch nicht, guckst du dir dann da einfach so Videos an oder das Streckenlayout oder wie wird denn so dein Wochenende aussehen? Also Videos eher weniger. Also ich drehe zwar selber gerne Videos auf den Strecken und mache die dann auch YouTube ready. Aber tatsächlich selber eher weniger YouTube-Videos, sondern eher das Layout auf dem Papier. Das schaue ich mir schon ganz gerne mal an, um das einfach auch mental schon mal so ein paar die Ecken und Kanten, sage ich mal, zu verinnerlichen. Videos finde ich immer sehr schwierig, weil du auf Videos auch selten die Höhenunterschiede und Co. erkennen kannst. Mhm. Deswegen rate ich auch jedem, nicht unbedingt sich auf Videos so zu versteifen. Ist zwar ganz nett, aber besser ist der Plan und dann die Linie, sage ich mal, sich zu erarbeiten und dann das in Echtzeit dann auf die Strecke umzulegen. Okay. Und das heißt jetzt, wenn ihr morgen aufbaut, es kommen dann morgen Abend die ganzen Teilnehmer von dem Rennstreckentraining und Samstag und Sonntag wird gefahren, oder? Genau, morgen ist dann quasi Anmeldung und Co. Und alles noch vorbereiten, Motorrad vorbereiten und Co. Und dann Samstag, Sonntag sind die Trainings quasi, also sprich instruiert und glaube teilweise auch Freifahrer. Mhm. Ich kümmere mich um die Instruierten, das heißt, es sind dann pro Instruktor zwischen 3 und 5 Leute dahinter oder auch mal eine Einzelinstruktion. Ja, wird nach Leistung so ein bisschen eingeteilt, so dass man dann auch untereinander unter Umständen ein bisschen tauscht. Mhm. Damit keiner überfordert und auch keiner unterfordert wird von den Teilnehmern. Ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ja, sonst fühlt man sich halt gleich unwohl, wenn man so der offensichtlich Langsamste in der Gruppe ist oder einfach so, haben wahrscheinlich dann auch viele Teilnehmer so ein bisschen das Problem, dass sie da versuchen wollen, hinterherzukommen, wenn die anderen so viel besser sind als sie selber oder ja. Ja, genau. Und da muss man aber auch den Teilnehmer dann manchmal ein bisschen davor schützen. Weil man ist ja als Teilnehmer da schon voller Adrenalin und erkennt oftmals so dann diese Punkte nicht, sondern will halt mithalten, weil man ja auch nicht der Loser sein will. Ja. Und da liegt es aber auch am Instruktor, dann rechtzeitig zu erkennen und es dann wieder in geebnete Bahnen zu leiten, sage ich jetzt mal.
Sind wir total mitten ins Thema reingesprungen. Wir spulen ein bisschen mal zurück. Wir haben uns ja schon mal ausführlich über das Thema unterhalten. Du warst mal Gast bei uns im Clubhouse Talk im Frühjahr, wo ich schon das Thema, ich glaube, das Thema war Go Fast, Turn Left, Willkommen auf der Rennstrecke. Wo wir auch das Thema Fahren auf der Rennstrecke mal thematisiert hatten. Und du natürlich schon sehr versiert und mit tollen Erkenntnissen irgendwie da die Diskussion bereichert hast. Wie kamst du denn überhaupt zum Thema Motorradfahren und dann eben zum Thema Instruktorin werden? Ja, jetzt muss ich da einhaken, wo ich bei eurem Podcast schon ganz oft so gehört habe. Mein klassischer Einstieg war ein 50er Vespa-Roller. Gute Gesellschaft, sehr gute Gesellschaft. Den habe ich mir zu meinem 40. Geburtstag gekauft, weil ich hatte da bis dato noch keinen Motorradführerschein. Und ein 50er Vespa-Roller durfte man ja mit dem Autoführerschein fahren. Und ich habe dann aber in dem ersten Jahr mit dem 50er Vespa-Roller tatsächlich 6.000 Kilometer zurückgelegt, was sehr viel ist für den 50er Vespa-Roller. Und dann hat mein Mann gesagt, möchtest nicht doch vielleicht den Führerschein doch noch machen? Man muss dazu aber sagen, dass mein Mann mit Motorrad eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Also der fährt weder selber noch hat einen Führerschein, aber er unterstützt es. Dann habe ich den Führerschein gemacht. Guter Mann. Ja, innerhalb von 3 Wochen habe ich dann den Lappen gehabt und ja, dann mein Einstieg war einfach Safety First, selbst ein Fahrsicherheitstraining mitgemacht, dann noch eine zweite Version, Kurventraining mitgemacht und dann bin ich mit meiner niegelnagelneuen Monster nach Italien gefahren. Dort habe ich dann leider einen Unfall gehabt, mich hat also ein anderes Motorrad abgeräumt in meiner Kurve, das heißt, das Monster war erstmal Schrott. Ich war zum Glück nur mit Prellungen und ja, habe dann mir wieder eine neue Monster gekauft, habe wieder ein Training gemacht. Und dann hat man mich dort gefragt, das war damals beim ADAC, ob ich nicht Lust hätte, so eine Instruktorausbildung zu machen. Ja, gesagt, getan. So kam ich zu dem Job. Erst als, nebenberuflich, klar. Und irgendwann ist es dann zum Selbstläufer geworden. Ich habe immer mehr Aufträge bekommen, habe über den Tellerrand geguckt, Offroad, wie gesagt, Rennstrecke und ja, inzwischen mache ich es Vollzeit. Das finde ich, total spannend, weil ich habe schon sehr viele Trainings gemacht, also ich habe am ADAC, glaube ich, das komplette Programm abgespult, aller Trainings, die es gibt, zumindest hier in Linte angeboten wird. Und der Punkt ist einfach, wenn ich selber da ins Training gehe und die Trainingserfahrung habe, der Weg zum Instruktor ist ja noch sehr viel weiter. Das heißt, die muss ja erst frühzeitig erkennen, welches Problem hat denn der Fahrschüler oder der Gast, der Trainingsteilnehmer und wie kann ich es ihm didaktisch am besten beibringen, was er besser machen muss. Wie kann man sich denn so eine Ausbildung zum Instruktor vorstellen? Welche Inhalte habt ihr da? Wie ist es aufgebaut? Wie geht sowas vonstatten? Also das ist sowohl praktische als auch theoretische Inhalte. Das heißt, Seminare, die man besuchen muss, die inhaltlich auch Psychologie beinhalten. Also es ist nicht nur Fahrzeugtechnik oder die Trainingsgeschichte an sich, sondern das geht viel, viel weiter eigentlich, weil du musst eben erkennen, auch wann ein Teilnehmer überfordert oder unterfordert ist. Du musst Charaktere auch ein bisschen so einordnen, weil du hast ja unter Umständen auch mal 12 Leute oder 15 Leute in einer Gruppe, die sehr unterschiedlich sein können, auch vom Trainingslevel her. Und die musst du dann, sage ich mal, ja in dem Training auch, zusammenfügen und so unter einen Hut bringen. So möchte ich es mal formulieren. Das ist nicht immer einfach, aber ich finde es spannend. Das macht es auch ein bisschen aus. Ja, und dann natürlich praktische Teile, indem man, ich nenne es mal hospitiert, das heißt, man hat einen sogenannten Ausbildungstrainer, der nimmt einen mit. Erstmal schaut man sich die ganzen Trainings an, irgendwann übernimmt man Teile, irgendwann ist es dann ganzes Training, dann hat man tatsächlich noch eine Prüfung. Und um diesen Qualitätsstandard auch weiterhin in den Folgejahren Genüge zu tragen, muss man dann auch tatsächlich, also beim ADAC zumindest, entsprechende Fortbildungen besuchen. Sonst kriegt man den Trainerschein auch wieder genommen. Und das finde ich auch gut so. Also sind es dann auch weitere Instruktionstrainings, die du dann als Teilnehmer besuchst, oder? Ja, ungefähr. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Fortbildungen dann natürlich so trainerintern ist, aber das sind dann, sage ich mal, so 10, 12, 15 Trainer,
die dann ja so einen ganzen Tag oder zwei ganze Tage oder auch mal drei ganze Tage hintereinander ja verschiedene Szenarien auch durchspielen, Erfahrungen austauschen und ja, solche Dinge. Mhm. Cool. Aber wenn du sagst, du bist gleich nach deinem zweiten, dritten Training gefragt worden, ob du die Instruktorausbildung machen möchtest, dann kann man ja schon sagen, dass du ein Naturtalent bist, oder? Zumindest nicht ganz talentfrei. Sehr schön. Hast du bei dir in den Trainings auch schon so Leute gehabt? Oder also ich gehe mal davon aus, du hattest von Leuten, die wirklich die totalen, ja, super langsam, vielleicht sogar Angsthasen sind, bis hin zu den absoluten Naturtalenten alles dabei, oder? Wie setzen sich so deine Teilnehmergruppen zusammen? Ja, ist wirklich bunt gemischt. Es kommt immer auch ein bisschen aufs Training drauf an, was es für eine Trainingsart ist. Also ich sage mal, im Kurvenintensivtraining hat man schon überwiegend auch wirklich Teilnehmer, die ein bisschen ambitionierter sind. Kann es aber auch passieren, dass sich mal einer verirrt, der ganz frisch den Führerschein hat und denkt halt, er macht jetzt mal ein Kurvenintensivtraining. Den muss man dann da auch, sage ich mal, ja, safe durchbringen. Ist nicht immer einfach, aber machbar. Und ja, natürlich gibt es alle Varianten von Teilnehmern, muss man einfach so sagen. Aber das ist ja auch das Spannende. Also ich mache es jetzt seit 6 Jahren tatsächlich, auch hauptberuflich. Und jedes Training ist für mich immer, immer wieder neu und immer wieder schön. Ich kann es einfach nur so sagen. Das sieht man dir auch voll an. Wie gesagt, du strahlst einfach so und ich glaube, voller Vorfreude einfach auf das Wochenende. Ja, aber ich komme ja quasi gerade so aus dem Wochenende und gehe jetzt wieder ins nächste Wochenende. Also ich war letzte Woche, war ich von Baden Airpark über Chambly, Frankreich bis Hockenheimring, also von Klein-, Mittel- und Großstrecke alles und jetzt wieder auf Mittelstrecke. Hast du irgendwie eine Tendenz, was dir mehr Spaß macht? Eher so die kleinen technischen Kurse oder wirklich die großen Rennstrecken, die auch ja, MotoGP oder Superbike-Tracks sind? Alles. Ich finde, die Mischung macht's. Also ich glaube, so immer nur das Gleiche wäre langweilig. Also ich finde tatsächlich, die Mischung ist das Salz in der Suppe. Mhm. Cool. Du fährst ja privat, hast du gerade auch gesagt, eine Monster. Ich glaube, die hast du noch, oder? Ja. Und da sind ja noch die ein oder andere Ducati noch dazugekommen, oder? Ja, also das da hinten, was du siehst hier, das ist eine 959, eine Panigale. Auch eine Ducati, klar. Dann habe ich aber ja nicht nur Ducati in meinem Stall, sondern auch noch das ein oder andere Fahrzeug. Also mein Alltagsbike ist eine BMW R9T, die ich so als Alltags-urban Trainingsbike auch nutze. Dann fahre ich noch eine Beta Alp 200, die fahre ich so ein bisschen Offroad. Die hat also auch Stollenreifen. Und dann habe ich noch zum bisschen Spielen ein Pitbike in der Garage stehen. Ach, wie cool. Sehr schön. Ja, also es ist alles dabei, über alle Segmente hinweg. Genau, alles dabei und alles einsatzbereit zu jeder Zeit. Fährst du dann deine Rennstreckentrainings alle mit der 995er? Jein, sage ich jetzt mal. Es kommt immer drauf an. Also die ich für den einen oder anderen Veranstalter, ja, da muss ich mein eigenes Motorrad nutzen quasi. Da entscheide ich dann aber je nach Strecke. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf einer Kleinstrecke bin, dann nehme ich durchaus auch die Monster. Mittel- und Großstrecke dann eher die Panigale, weil da fühlt sie sich wohl. Aber es gibt auch Veranstalter, die Bikes stellen. Also Ducati for You zum Beispiel, da war ich jetzt am Hockenheimring am Montag, Dienstag. Da hatte ich dann eine neue V2. Wie unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Nein, war toll. Ja, sehr schön, sehr schön. Glaube ich. Ja, das ist bestimmt auch nochmal wertvoll, einfach dann zu lernen oder halt mit verschiedenen Motorrädern auf verschiedenen Kursen umzugehen. Weil ich weiß nicht, wie das ist bei den Veranstaltungen, aber die meisten werden wahrscheinlich so gestaltet sein, dass die Teilnehmer ihre eigenen Motorräder mitbringen, oder? Genau, also die meisten Veranstaltungen sind so gelagert, dass man es auf dem eigenen Motorrad macht. Macht auch Sinn tatsächlich, also auch die klassischen Fahrsicherheitstrainings. Wobei wir beim ADAC zum Beispiel, für die diese klassischen Fahrtrainings macht, da sind BMW ja, Kooperationspartner, die auch Motorräder stellen, wo sich der Teilnehmer auch die Motorräder aus unserem Fahrzeugpool quasi aussuchen können, mieten können für einen Trainingstag. Das ist halt dann interessant, wenn sich ein Teilnehmer für so ein Motorrad interessiert.
Und nichts Besseres wie 8,5 Stunden lang dieses Motorrad auf Herz und Nieren zu testen. Also das finde ich eigentlich schon eine coole Geschichte. Und gibt es so, also nochmal auf die Teilnehmer zurück, weil ich habe ja selber auch ein 1000er Naked Bike und denke mir oft genug, das ist einfach viel zu übertrieben. Kannst du da irgendwie sagen oder gibt es da irgendwie einen Leitfaden, was man sich am besten dann für so ein Rennstreckentraining für ein Motorrad mitnehmen sollte? Oder kann man sagen, kleinere Strecken eher eine 600er vielleicht, die großen können dann schon mal eine 1000er fahren? Oder kann ich auch mit meiner Enduro da ankommen, mal ganz übertrieben gesagt? Oder wie sind so deine Erfahrungen, was die Motorräder dann direkt betrifft? Das ist ganz bunt gemischt. Also wenn du so ein Einstiegs-Rennstreckentraining machst, da kannst du durchaus auch mit der Enduro kommen. Solange die jetzt keine Stollenreifen hat, würde ich sagen, ist das völlig in Ordnung. Also man hat auch am Hockenheimring, und das ist echt eine schnelle Strecke, da war auch eine Multistrada oder auch eine GS mit Straßenreifen, das geht dann auch schon mal. Ist natürlich keine Dauerlösung, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also wer dann ambitionierter ist, der wird sich schon was anderes zulegen müssen. Oft reicht was Kleineres, es muss nicht immer gleich eine 1000er sein. Kommt immer ein bisschen auf die Strecke drauf an. Ich sage auf kleinen Strecken oder kurvigen Strecken, wie auch Sachsenring zum Beispiel, sehr kurvig, da reicht auch eine 600er oder 800er. Ja, da muss es nicht gleich eine 1000er sein. Auf einer kleinen Strecke dann eine 1000er zu bewegen, das ist dann echt Arbeit. Also da muss man dann schon, oder da setze ich einfach ein gewisses Fahrkönnen voraus, weil das ist dann schon auch anstrengend. Hattest du schon mal Teilnehmer, die einfach mit ihrem Motorrad, mit dem sie angekommen sind, völlig überfordert waren eigentlich? Ja, aber jetzt nicht nur auf die Rennstrecke bezogen, sondern auch im klassischen Fahrsicherheitstraining. Das erlebe ich oft. Und ich muss leider sagen, oft sind es Frauen, die irgendwie also abgelegte Motorräder vom Partner bekommen oder vom Freund. Die kaufen sich dann was Neues, Schickes, ne, die Männer, und sagen dann, kannst die alte haben, ne? Und passt aber vielleicht gar nicht wirklich von der Größe her oder ist vom Tank vielleicht ein bisschen lang und Füße kommen nicht ganz runter. Erlebe ich schon immer mal. Und dann versucht man natürlich schon so ein bisschen, nett zu umschreiben, dass es vielleicht geschickter wäre, sich was anderes zuzulegen. Da habe ich ja bei meinem allerersten Training genau das Gegenteil erlebt, weil da war ein Teilnehmer dabei, auf einer KTM RC8R, also wirklich eine Waffe, super schönes Motorrad, der sich beim Warmfahren gemault hat in Berlin-Tegel auf einer wirklich sehr, sehr kleinen Strecke. Und das war für mich der Eindruck, okay, dieses Motorrad ist für dich nicht geeignet, lieber Teilnehmer. Hattest du solche Momente auch schon, dass Teilnehmer auf dem Training dabei waren, den du am liebsten geraten hättest, so stellst Moped hin, geh zu Fuß? Man versucht es dann schon, also ich bin da so ehrlich auch und versuche das dem Teilnehmer dann schon auch zu sagen und nicht einfach so laufen zu lassen, sondern schon auch Tipps zu geben oder einfach auch einen Tipp zu geben, einfach mal was anderes Probe zu fahren im Vergleich, um einfach auch zu entscheiden, es gibt noch was anderes, vielleicht ist es was anderes auch nett oder vielleicht sogar netter. Also ich finde es auch wichtig, sowas sagen zu dürfen. Also ja. Kommt sicherlich aber nicht immer gut an, da hast du schon recht, aber ich denke, wenn man das, wenn man das entsprechend verpackt, dann funktioniert das auch. Ich finde bei Fahrtrainings immer gut, dass Leute überhaupt eins buchen, weil sie lernen wollen. So ein bisschen besser werden wollen, ihre Skills verbessern wollen. Aber da gibt es halt eben auch diejenigen, die es gut machen und diejenigen, die sich halt einfach anstellen wie der letzte Mensch und denen auch das Training. Ich habe auch schon erlebt, dass beim Training zwei Teilnehmer abgebrochen haben, die dann zwischendrin so bei einfachen Übungen einfach sich hingepackt haben. Es war ein Enduro-Training, nur auf der Wiese gefallen, war nichts passiert. Aber wo du denkst, so, warum fahrt ihr überhaupt ein Enduro, wenn ihr nicht mal auf einer Wiese fahren könnt? Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, irgendwie muss doch die Wahl des Fahrzeuges mit meinen Ansprüchen irgendwie einhergehen und muss ich dem annähern. Aber bei dem war es einfach nicht der Fall, weil die einfach irgendwie mit dem Terrain und dem Motorrad, das sich ausgesucht hatten, gar nicht klar gekommen sind. Wie geht man denn bei diesen Menschen, bei solchen Menschen vor, denen zumindest einen kleinen Lernerfolg mitzugeben,
oder den Rest der Truppe so ein bisschen irgendwie im Wald stehen zu lassen, so ein bisschen? Also wie kannst du die individuelle Förderung mit dem Gesamtgruppenfortschritt vereinbaren, so ein bisschen bei Trainings? Ja, das geht schon, wenn du halt dann den anderen entsprechend andere Aufgaben gibst. Also ich sage ja, auch im normalen Training, also sage ich mal, im normalen Fahrsicherheitstraining ist es schon so, dass die Leistungsunterschiede einfach vorhanden sind teilweise. Und da musst du halt dem einen speziellere, forderndere Aufgaben geben wie dem anderen vielleicht. Und dann kann man sich da schon annähern. Das funktioniert natürlich nicht immer 1000-prozentig, aber im Gro eigentlich schon. Und wenn einer wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich so schlecht ist, dass er nicht mal geradeaus fahren kann oder, sage ich mal, eigentlich noch in die Fahrschule müsste, ja, dann muss man das aber auch sagen können und dürfen. Und das ist auch wichtig, das ist ja auch für ihn wichtig, ihn dann auch so ein bisschen zu schützen letztendlich. Das muss man auch nicht plump oder blöd machen oder ihn dann vor allen anderen doof hinstellen, sondern das kann man durchaus auch mal dann in der Mittagspause unter vier Augen anders lösen. Finde ich auch ganz wichtig. Also eigentlich auch sehr viel Psychologie mit dabei und nicht nur das reine technische Umsetzen von irgendwie Fahranweisungen. Nö, genau. Ist es auch tatsächlich. Okay. Also wir haben zum Beispiel auch, wir bieten ja beim ADAC so diese BMW Ride Again, sage ich mal, Geschichten an. Das sind dann wirklich Motorradfahrer, die seit 30 Jahren oder mehr nicht mehr Motorrad gefahren sind, zum einen. Zum anderen kommen dann aber auch zeitgleich Leute, die wollen halt einfach mal ein Motorrad testen, sind aber die letzten 20 Jahre 25.000 Kilometer im Jahr gefahren. Die musst du dann halt auch in so einem Training unter einen Hut bekommen. Dann gibst du den einen ein bisschen andere Aufgaben wie den anderen. Also das hat man dann auch noch gut im Blick. Also es ist nicht so, dass dann, so groß ist das Gelände nicht. Man hat dann immer Sektionen und es funktioniert ganz gut. Lass ich halt den einen aus 30 bremsen und der andere darf halt dann schon auf 90 bremsen. Funktioniert. Da steigen die Ansprüche dann auch exponentiell. Zum Beispiel. Gibt es denn Unterschiede, ob deine Teilnehmer männlich oder weiblich sind? Also nicht nur vom Fahrkönnen, aber auch so vom, ich meine jetzt nicht in der Behandlung, wie du mit ihnen umgehst, sondern einfach so von der Einstellung, vom Fahrkönnen, von den Ansprüchen oder Einschätzungen über sich selber? Ja, Frauen tun sich mehr unterschätzen, Männer eher überschätzen, also von den Erfahrungswerten her so. Ist natürlich nicht immer so, aber man kann es im Gro schon sagen. Frauen sind oft ein bisschen gefühlvoller, sage ich jetzt mal, als Männer. Männer sind dann oft ein bisschen eher grobmotorisch, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte jetzt da gar keine Klischees bedienen. Ich finde, es gibt von beiden auch alle Sorten, sage ich jetzt mal. Ich komme mit beiden gut klar. Ich habe auch ab und zu mal wirklich reine Frauentrainings, wo sich dann die Frauen tatsächlich freuen, wenn dann auch eine Frau als Instruktor vorne steht. Das gibt es nämlich nicht so häufig und das empfinden die dann aber trotzdem als sehr, sehr angenehm. Das wäre jetzt nämlich auch gleich die nächste Frage gewesen. Gibt es denn viele weibliche Instruktoren? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel die Niki von der Moto Racing School, die betreibt ja diese ganze Moto Racing School und ist da so ein eine strahlende Galionsfigur, was das den ganzen Rennzirkus betrifft, aber ist auch eine der wenigen Frauen, glaube ich, in dem Segment, in dem Terrain mit dir zusammen, oder? Ja, also ich kenne Niki auch. Ich fahre ganz oft mit ihr auf Rennstrecke nächste Woche wieder in Oschersleben. Wir sind natürlich jetzt, uns gibt es wenig, sage ich jetzt mal, also in dem Bereich, also in dem Instruktorenbereich. Also auch beim ADAC gibt es wenig Frauen und auf der Rennstrecke noch viel weniger. Aber das soll ja kein Nachteil sein, sage ich jetzt mal. Also ich werde auch immer wieder gefragt, wie ist denn das, wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist und dann kommen so die Jungs in deine Gruppe, sind die dann nicht erstmal so, Frau, die fährt doch bestimmt arschlangsam. Ich komme mit den Männern da gut zurecht und ich glaube, die Männer auch gut mit mir. Und was ich immer wieder höre, ist, dass ich ein bisschen so einen anderen Fahrstil habe, wie oft die Männer. Also eher so einen runden, ruhigen, gleichmäßigen, trotzdem schnell. Und das finden viele cool, also auch die Männer. Das heißt, du bremst nicht so hart an, hast aber dafür eine saubere Linie und ziehst einfach gleichmäßiger so durch die Kurven oder wie kann man das beschreiben? Genau, also ich bin jetzt nicht so
so ein Hartbremser oder dann so ein Vollgas-Rausbeschleuniger, sondern ich mache das viel über den Kurvenspeed. Mhm. Also nicht schwarz-weiß, es gibt auch Graubereiche bei dir. So ein bisschen genau. Das ist ja auch das, was man auf der Straße einfach lernt und auch zu schätzen lernt, wenn man eine saubere Linie hat und eine höhere Kurvengeschwindigkeit fahren kann. Dann muss man auf der Geraden, auf der Landstraße auch keine 160 fahren, um trotzdem an der Gruppe dran zu bleiben. So schaut's aus. Ich kenne auch tatsächlich auf der Straße keine einzige Kurve, wo man das Knie schleifen lassen müsste. Das ist ein sehr schönes Praxisbeispiel. Wenn du ein Motorrad fährst mit unterlegener Leistung, musst du sauber und flüssig fahren und dran zu bleiben. Du darfst keine Energie abbauen, also nur notwendige Energie abbauen, dass du gerade durch die Kurve kommst. Das spricht wieder der Vespa-Fahrer aus mir. Wenn du mit einer 50 durch die Gegend fährst mit 2 PS, dann musst du es fließen lassen. Das geht nicht, da darfst du nicht zu viel bremsen. Das war aber auch so meine Erfahrung aus den ersten Trainings. Ich war immer derjenige bei den ADAC-Trainings, der das schwächste Moped hatte. Da waren Typen mit 3-4-facher Leistung, die ich auf der Bremse aber alle wieder hatte. Auf der langen Geraden sind wir weggefahren, aber auf der Bremse hatte ich sie wieder. Und das hat mir so einen Heidenspaß gemacht. Da habe ich mich wie ein kleines Kind diebisch gefreut. Hihi, jetzt bin ich wieder da. Hallo. Genau. Im Rückspiegel. Das fand ich sehr gut. Aber ich hatte auch ein Training, wo ich, das war auch jetzt hier in Linde, der Trainer, wir hatten eine Gruppe, die war so relativ heterogen, ich glaube 6-7 Teilnehmer und wir sind immer so quasi immer eine Runde durfte jeder den Trainer fahren, dann wieder zurückfallen lassen, hinten einreihen, dass der Trainer immer einen durch den Kurs führen durfte. Mhm. Fand ich super und er hat sich aber auch an jeden Teilnehmer angepasst. Ich war mit meinem guten Freund Tom dabei, der auch gut und sehr lang erfahrener Motorradfahrer ist und du hast gemerkt, immer wenn wir hinter ihm hingen, hat er immer angezogen. Da waren die Bremspunkte später, die Einlenkpunkte später, das ist eben so ein bisschen so ans Limit rangefasst. Du kannst mehr, du musst es aber ein bisschen mehr dran bleiben und das fand ich total geil, dass du es gemerkt hast, dass er sich innerhalb von ein paar Stunden dich lesen konnte, wissen konnte, wie weit kann er dich führen und also es war immer das Gefühl da, okay, ich fahre jetzt nicht über meinem Grenzbereich, sondern würde so ein bisschen mehr rangeführt. Ich fand das total beeindruckend in dem Moment. Wie kriegt man sowas hin? Wie kriegt man sowas hin, dass man Leute irgendwie innerhalb von kurzer Zeit verstehen kann, in dem, was brauchst du noch, wie weit kannst du gehen, ohne die Leute zu überfordern, weil du willst ja auch nicht, dass die im Kiesbett landen. Genau, also es hat schon auch ein bisschen was mit Körpersprache zu tun. Du beobachtest die Leute ja sehr genau. Ich finde es immer... Ja, für mich ist es ganz normal. Ich habe ja Spiegel dran zum Beispiel. Wenn ich auf der Rennstrecke auch fahre, habe ich Spiegel dran, sodass ich die 3 bis 5 Leute hinter mir auch beobachten kann. Und nach dem Turn wird ja dann auch immer besprochen. Und ich sehe immer und ich sehe jeden, der sich mal neben der Strecke befindet, der mal über den Curb fährt, der mal nicht die Linie trifft. Und sowas spreche ich dann auch an. Und man merkt auch, wenn die Leute, sage ich mal, unkonzentriert werden und es werden sie, wenn Abläufe dann anstrengend werden, also sprich, wenn es schneller wird zum Beispiel, und es über ihr normales Level hinausgehen, dann werden die Fehler eben häufiger. Und an solchen Dingen erkennt man zum Beispiel dann auch, oder man muss natürlich klare Handzeichen auch ausmachen. Man muss den Leuten auch immer wieder sagen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, fahrt rechtzeitig raus. Ihr müsst nicht jeden Turn zu Ende fahren. Ihr könnt auch mal einen Turn aussetzen. Also solche Sachen im Vorfeld auch zu besprechen, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und man erkennt es schon. Also ich ziehe die Leute auch und die lassen es dann ja auch abreißen, wenn es zu schnell wird. Und dann merke ich ja genau, okay, wie entwickeln die sich auch über den Tag? Also man kann das schon ganz gut beobachten. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten es gerade im Intro, dass Carina und ich reflektiert haben über unser erstes Enduro-Wochenende, was wir vor ein paar Wochen hatten, wo es da auch der Fall war, ja, wo ich als Kerl dachte, ja, komm, hier 3 Turns, fahre ich locker mit 45 Minuten hier, Pillepalle. Und ich habe gepumpt wie ein Maikäfer. Ich wusste aber auch so, okay, jetzt reicht es. Beim dritten Turn habe ich zur Hälfte gesagt, nee, jetzt häufen sich die Fehler. Ich fahre jetzt ganz normal zum Camp zurück und setze mich hin, freue mich des Tages. Wäre ich noch ein bisschen nassforsch, Jungtestosteron getrieben, hätte ich vielleicht noch 2 Turns mitgefahren und einen Jump versucht, hätte mich gemault. Ich finde das wichtig, dass wir wissen, wo ist die persönliche Grenze. Aber du musst auch irgendwie, wie du es schon gesagt hast,
es ist auch wichtig, Leute, die Grenze noch nicht kennen, mal zu sagen, so, nee, du machst jetzt mal bitte Pause, du machst mal ein bisschen langsamer, um sich vor sich selbst zu schützen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt irgendwie dann in der persönlichen Lernkurve. Deshalb bin ich auch großer Fan von Trainings, weil du mit jedem Training, egal on- oder offroad, mehr lernst und deine Skills und deinen persönlichen Erfahrungsschatz irgendwie erweiterst und weißt, okay, bis hierhin geht's und danach tut's weh. Ja, genau. Aber es gibt ja auch diesen Spruch, lernen durch Schmerz. Den höre ich ganz oft und ich mag den eigentlich überhaupt nicht, weil es einfach nicht wahr ist oder weil es einfach nicht für jeden zutrifft. Also ich kenne genügend Leute, die auch lernen und sich weiterentwickeln, ohne dass sie dauernd auf die Nase fallen, sage ich jetzt mal. Also man kann seine Skills auch erhöhen, ohne dass man sich dauernd ablegt. Ich habe für mich so die Erfahrung gemacht. Ja, das ist aber gerade aus dem Motorsport, aus dem Professionellen. Sorry, Karina. Alles gut. Ich wollte sagen, ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, wenn es wirklich wehtut, also wenn ich wirklich mal auf der Nase gelegen habe, dann war ich einfach auch unkonzentriert und nicht bei der Sache. Und das ist dann der Lerneffekt, dass ich mich einfach fokussieren sollte. Genau. Alex, was wolltest du noch sagen? Nein, das ging gleich Richtung wie du. Ich hatte ja neulich das Vergnügen, meine erste Rennstreckenerfahrung zu sammeln. Ich war in Oschersleben und auf Einladung von Triumph und durfte da mit einer Street Triple und Instruktor um den Kurs fahren. Und ich halte mich für einen einigermaßen okayen Motorradfahrer. Aber wenn du siehst, was ein gelernter Instruktor vor dir auf einer weitaus schwächeren Maschine, er fuhr auf einer Trident mit 80 PS, ich auf einer Street Triple mit 126 PS und ich habe keinen Stich gemacht. Aber also so gar nicht. Und das fand ich so beeindruckend wieder, wie die persönlichen Fähigkeiten so weit über der Leistungsfähigkeit des Motorrads stehen. Und das ist aber genau der Punkt, den du vorhin hattest mit such dir dein eigenes Motorrad mal bewusst aus und fahr verschiedene Motorräder im Vergleich, um zu wissen, wo fühle ich mich denn wohl und was ist das Motorrad, das zu mir passt. Und ich finde gerade, dass die Rennstrecke so ein super schöner Katalysator, nicht jeder hat die Gelegenheit, das zu tun, deshalb ermutige ich jeden, das mal auszuprobieren, auch ein Training zu machen. Und da reicht auch ein ADAC-Perfektionstraining, das ist grenzbereich genug auf der geeigneten Strecke, mal zu gucken, komme ich damit klar, fahre ich da mit einem anderen Motorrad, leihe ich mir vielleicht eins aus, um mal zu gucken, wie sich ein anderes Motorrad verhält, wie ich damit umgehen kann, um herauszufinden, was passt denn zu mir und meinem Fahrstil. Und da gibt es Motorräder, die an sich sehr komplex zu fahren sind. Es gibt Motorräder, die passen einfach wie ein Handschuh. Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung einfach nur sagen, dass du eine gewisse Bandbreite getestet hast, weißt du, okay, für diesen Einsatzzweck weiß ich genau, das Motorrad taugt mir. Das ist mein Werkzeug für diese Aufgabe. Was würdest du den Leuten so ein bisschen auch irgendwie mitgeben, die mit dem, aus deiner Sicht, du siehst, okay, da ist der Fahrer mit dem Motorrad nicht kompatibel. Habt ihr die Möglichkeit, da vor Ort nochmal Motorräder zu tauschen? Oder was sagst du den Leuten irgendwie, wenn du sagst, okay, ich habe dich jetzt beobachtet einen halben Tag, probier doch mal das und das aus. Oder wenn du mit dem Motorrad, mit dem du da bist, nicht zurechtkommst, versuch doch mal ein anderes Motorrad aus. Also was wäre denn das, was du den Leuten mitgeben würdest? Das ist natürlich schwierig, sage ich mal, weil es selten auf Rennstrecken irgendwelche Leihmotorräder gibt, den Leuten dann was anderes zu geben. Grundsätzlich gebe ich dann schon die Empfehlung, daheim einfach mal was anderes Probe zu fahren. Und ich gebe immer den Tipp, sich eine Hausstrecke zu suchen und auf dieser Hausstrecke verschiedene Motorräder zu fahren, dass man immer die gleichen Bedingungen hat, aber unterschiedliche Fahrzeuge, um einfach mal zu fühlen, okay, wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich vielleicht noch wohler oder was geht vielleicht auch gar nicht? Und was ich wichtig finde, ist so dieser grundsätzliche Blick über den Tellerrand. Und du sprichst es ja selber an, einfach mal ein Training Offroad zu machen. Und das muss ja nicht gleich mit einer großen, schweren GS sein, sondern es gibt ja da auch kleinere, geländetaugliche Motorräder, die man sich auch mal leihen kann, sowas zu machen. Oder Rennstreckentraining. Rennstreckentraining heißt ja nicht, das sind nur die ganz Schnellen, sondern das ist auch so ein Blick über den Tellerrand. Auch davon kann man ganz viel mit auf die Straße nehmen, finde ich. Ja. Also ich finde auch, so ein Rennstreckentraining sollte oder darf man nicht nur vor dem Hintergrund sehen, ich will da ambitioniert Rennen fahren oder ich will einfach nur schnell fahren, sondern einfach um Blickführung, Kurventechnik, Kurvenlinie und einfach auch mal sowas mitzunehmen und die Möglichkeit auch mal zu haben, ohne Gegenverkehr, ohne irgendwelche Bäume
ohne irgendwelche anderen Hindernisse zu erfahren. Wie ist es denn, wenn ich an einer Kurve immer und immer wieder arbeiten kann? Genau, genau. Also einfach Routine schaffen, finde ich total wichtig, weil nur wer Routine schafft, schafft sich auch Reserven, sage ich jetzt mal. Wenn du noch so viel mit Routine beschäftigt bist, wirst du wenig Möglichkeiten haben, wenn es mal drauf ankommt, Reserven zu haben. Also ich habe vor 2 Wochen ein Schräglagentraining absolviert. Das war auch für mich eine total neue Erfahrung, weil das ist genau so eine Art von Reserve, die ich im Kopf nie hatte. Das Motorrad ganz locker. Und im Endeffekt ich auch, aber mir war das nie bewusst und ich habe es mich nie getraut, so schräg zu fahren. Ich bin da wirklich, das war eine CB500 und wir sind da bis 50 Grad Schräglage gefahren. Ich habe niemals gedacht, dass ich jemals in meinem Leben so eine Schräglage hinbekommen kann und vor allem halt mit 25 km/h oder mit 30 km/h in so einer kleinen 8. Also das war wirklich Mickey Maus. Aber für mich so ein beeindruckendes Erlebnis war einfach mal zu spüren, dass es überhaupt möglich ist. Und seitdem fühle ich mich auch auf der Straße, nicht, dass ich das jetzt ständig fahren würde, aber ich habe mal erlebt, was eigentlich alles machbar ist. Und das war ein gepflasterter, relativ glatter Parkplatz mit einer CB500. Also keine großartigen, spektakulären Randbedingungen, ganz im Gegenteil. Und also mir hat es im Kopf einfach so viel gebracht, so in der größten Problemzone quasi. Wir dürfen ja nicht vergessen, Schräglage ist ja was wir Menschen nicht von Geburt an haben, sondern wir sagen ja eigentlich so von unserem Körper her bei 20 Grad im Regelfall, oh nee, fühlt sich nicht so gut an. Und der ein oder andere tut sich leicht, über diesen Punkt hinwegzukommen und manche tun sich einfach auch schwerer. Und da kann das helfen, dieses Schräglagentraining zum Beispiel. Was ich in meinen Trainings auch schon gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel dann den Teilnehmer einfach mal bei mir mit hinten drauf genommen habe, um einfach den mal Schräglage spüren zu lassen, wie sich das anfühlt. Funktioniert auch. Ja, glaube ich. Was? Bist du auch Ringtaxifahrerin? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Da wäre mir die Verantwortung zu groß. Also da, nee. Ich denke, da bin ich auch von der Statur her nicht geschaffen. Das sollen lieber Jungs machen, die so ein bisschen, ja, auch dann die schwereren Kaliber mit hinten drauf nehmen können. Okay. Aber ich fand das bei einem meiner ersten Trainings ja auch so, das war so einfach, aber es hat mir so viel Erkenntnis gebracht. Das war wirklich mein erstes Training, wo ich noch mit Stollenreifen auf dem ADAC-Training war. Und der Trainer mir einfach den Kreidestrich vorne und hinten auf den Reifen gemacht hatte und mich dann in den Rundkurs geschickt. Einmal 3 Runden links und 3 rechts rum. Fahr so wie Schräglage, wie du dir zutraust. Und dann kommst du hin, nicht absteigen. Und dann sagst du mir, wie viel Kreidestück links und rechts an der Reifenflanke noch übrig ist. Und denkst du, ja, so locker 2 Handbreit. Und er steigt mal ab, guck mal selber. Und ich hatte es bis auf den letzten Viertel runtergefahren. Und er so, oh. Und der Trainer sagt so, du, alles ist gut. Nur, du hast gemerkt, du hast 2 Fingerbreit gesagt und ein Fingernagel ist noch übrig. Also was du fahren willst, ist so kurz vor maximaler Schräglage. Wenn du jetzt in einer Gefahrensituation bist und in der Schräglage bist, mehr drücken ist nicht die Lösung. Lieber aufmachen, Schräglage reduzieren. So einfach das war so ein einfacher Vergleich, wo ich meine, okay, das ist so mein Gradmesser. Da kann ich mich selber einordnen. Mhm. Und ich fand es so überraschend, weil es so einfach war. Und das ist aber, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn du es mal gelernt hast und die Methodik und die Didaktik hast, wie kann ich den Leuten vermitteln? Habt ihr noch mehr Schräglage oder weniger Schräglage? Wie könnt ihr mit dem umgehen und wie könnt ihr euch selber kalibrieren auf euren Fahrstil, auf die Situation, in der ihr gerade seid? Aber das ist ja ganz wichtig, dieser Abgleich auch, weil zwischen wie fühle ich mich, wie schräg fahre ich, ja, was ist so mein Gefühl und wie ist es tatsächlich? Und das stimmt ja nicht immer überein, das ist ja oft sehr unterschiedlich und es geht in beide Richtungen, dass es unterschiedlich ist. Also es gibt den Teilnehmer, der sagt, ach, ich fahre überhaupt nicht schräg, ich fühle mich total gerade und dann schaust du dir den Reifen an, ne, mit diesem Kreidestrich und dann ist der am Limit unterwegs. Und es gibt die andere Version auch, die sagen, oh, ich fahre total schräg. Und dann schaust du dir den Reifen an und da ist noch eine Handbreit Platz links und rechts, ne, quasi. Ja, also es gibt beides. Ja. Und das ist im Training schon wichtig, das dann auch wieder, sage ich mal, so abzugleichen und das dem Teilnehmer dann auch so mitzugeben. Wo steht er denn tatsächlich? Ich hätte jetzt mal noch eine Frage an dich und zwar,
wie bist du denn damals zu deiner Monster gekommen? Weil wir haben jetzt auch viel drüber gesprochen, über, ja, dass man ein Motorrad finden sollte, das einem einfach liegt, das einem passt. Hattest du da mehrere Optionen zur Auswahl? Hast du mehr Probe gefahren oder wolltest du einfach unbedingt diese Monster haben, weil sie wunderschön ist mit dem roten Gitterrad? Also, ja, ich habe den Führerschein gemacht auf einer BMW, Fahrschulmotorrad, ganz klar. Und hatte dann den Führerschein in der Tasche. Ich bin natürlich ein bisschen Italien-affin schon immer. Und ja, die Monster war schon so ein Wunschtraum von mir, aber ich hätte sie mir nie vorher gekauft, also nicht ohne den Führerschein zu haben, sondern ich hatte den Führerschein, habe dann einen Probefahrtermin ausgemacht, habe die Monster gefahren, habe andere Motorräder auch noch gefahren. Bei der Monster war einfach das Grinsen am größten und dann ist es die Monster geworden. Okay. Also hat da quasi die Leidenschaft und dann auch die Fahreigenschaften zusammengepasst. Genau, obwohl mir ganz viele abgeraten haben. Also Okay. Die meisten haben gesagt, Monster und ja, und die ist doch so bockig und eine Diva und die zickt und ist unrund und für einen Anfänger überhaupt nicht und viel zu viel Bums und ja, kann ich so nicht bestätigen. Ich mag den Charakter von Ducati, von der Monster. Ich hätte nicht tauschen wollen. Das ist die 600er? Also nee, die 796er, luftgekühlt. Mhm. Also in der Stadt kommt man über den zweiten Gang nicht hinaus, aber muss man ja auch nicht. Nee, muss man auch nicht, das stimmt. Ach, voll schön. Was ich auch noch fragen wollte, warum hast du den Führerschein erst so spät gemacht? Hat sich da in deinem, also warst du irgendwie vorher irgendwie anders oder wie kam so diese Entwicklung? Weil es ist ja doch auf der einen Seite, ich selber halt zum Beispiel, ich habe halt mit 18 den Führerschein gemacht und habe halt da so meine, dann erstmal 2 Jahre nicht gefahren und so ein bisschen häppchenweise quasi so die Fahrerkarriere in Anführungszeichen aufgebaut. Und du bist ja quasi mit 40, glaube ich, ist das erzählt, aufs Motorrad gesprungen und gleich Vollgas und richtig mega. Und auf der anderen Seite wäre der eine Teil der Frage, würdest du es wieder so machen, beziehungsweise würdest du anderen Leuten raten, erstmal ein bisschen länger zu warten und das dann halt einfach richtig Vollgas zu machen? Oder wie kam es denn bei dir dazu? Ich konnte es mir schlicht und ergreifend mit 18 nicht leisten. Ich konnte mir den Autoführerschein leisten, musste ich mir selber finanzieren. Da war ein Motorradführerschein nicht drin. Ja, und dann ziehen die Jahre so ins Land. Man hat ja vielleicht andere Interessen. Rutscht in den Hintergrund. Ich war schon immer zweiradaffin, weil ich komme ursprünglich aus dem Rennrad- und Mountainbike-Bereich. Und ja, aber es war mir halt nicht wichtig genug. Und mit 40 habe ich dann gesagt, so, und jetzt kaufe ich mir diese Vespa. Das war so ein Traum von mir. Und ja. Da habe ich ja nicht dran gedacht, dass ich dann doch noch den Motorradführerschein mache, sondern ich habe mir einfach gedacht, die Vespa, das ist dann gut. Aber ja, was draus geworden ist, sieht man jetzt quasi 10 Jahre später. Ich finde das sehr sympathisch, weil so viele Parallelen haben, weil ich auf der Vespa angefangen habe und auch mit 42 meinen Motorradführerschein erst gemacht habe, worüber ich im Nachhinein so ein bisschen froh bin, weil ich hätte mich mit 18 oder 20 wahrscheinlich irgendwo gegen den Baum gemault. Also mit jugendlichem Leichtsinn war ich da sehr schnell zur Hand. Insofern so ein bisschen die Reife des Alters, aber so ein bisschen bedachter unterwegs sein, war dann, glaube ich, doch ganz hilfreich. Da hast du sicher recht. Wobei, man kann das auch nicht pauschalieren. Und um noch auf die Frage zu antworten von Carina, ich würde nicht sagen, ob jung oder alt, wenn man den Führerschein machen will, dann sollte man es tun, ganz einfach. Auch hinweg vielleicht von Gegenmeinungen, auch wenn die Eltern sagen, nee, mach das nicht. Das haben meine Eltern auch immer gesagt, irgendwann nützt es halt nichts mehr, irgendwann ja. Macht man es dann doch. Ja, man hat es letztendlich selber in der Hand, also buchstäblich beim Motorrad ja in der Hand, ne, in der Gashand. Und was ich allerdings gut finde, ist, dass der Führerschein heute wieder so abgestuft ist, zumindest in einer gewissen Altersklasse noch so abgestuft ist. Klar, jetzt über 25 kann man auch gleich den großen Schein machen. Aber grundlegend finde ich es schon für junge Leute wichtig, das erstmal mit einem etwas kleineren motorisierten Zweirad zu beginnen.
Und was ich aber schön finde, ist, dass man, und das habe ich die letzten Jahre gut beobachten können, dass immer mehr junge Leute auch zum Fahrtraining kommen, auch mit 125er und sich da nicht genieren. Und mir ist es im Training total egal, ob das eine 125er ist oder ob da eine 1000er steht. Mhm. Cool. Das ist voll gut, weil, wie gesagt, bei mir war es halt auch so, ich habe dann mit 18 den Führerschein gemacht und dann stand ich halt da und hatte kein Geld für ein Motorrad. Und das ist genau der Punkt gewesen. Und im Nachhinein betrachtet, also ich fange jetzt gerade so an, auch mal ein Training zu machen, weil es halt einfach auch finanziell drin ist, sage ich mal, im Vergleich zu vor 10, 12 Jahren. Da war das halt nicht so. Mhm. Wir hatten jetzt auch schon einige Podcast-Gäste oder auch viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, sie haben einfach ein bisschen später dafür angefangen. Pamela ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Die hat spät, in Anführungszeichen, halt ich mit Anfang 30, glaube ich, ihren Führerschein dann gemacht, aber halt dann auch so richtig Vollgas und seitdem eskaliert sie durch die Weltgeschichte. wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du Motorrad fährst oder so intensiv und viel Motorrad fährst? Kannst du da eine Veränderung feststellen? Nee, eigentlich nicht. Also ich, natürlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und das ziemlich schnell, sage ich jetzt mal, ohne große Umwege. Ja, ich lebe tatsächlich mein Hobby und mein Beruf. Mhm. Und alles andere drumherum lebt damit. Also ich bin natürlich jetzt auch viel unterwegs. Also gerade jetzt in der Motorradsaison natürlich, mhm. Wo ich froh bin, dass mein lieber Mann das auch mitträgt. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Aber es funktioniert und ich denke, wenn man weiß, wo man letztendlich hingehört, dann kann man sowas auch entsprechend leben und genießen und auch tun. Das stimmt. Trifft man dich auch ab und zu mal auf so Messen oder Veranstaltungen oder ist es nicht so deins? Bin ich doch, natürlich. Also wenn Messen waren, ich meine, durch Corona bedingt ist jetzt natürlich ein bisschen ausgefallen, aber ich schaue mir gerne Messen an, tatsächlich. Für den ADAC bin ich auch auf Messen, sage ich mal, an dem ADAC-Stand und gebe da Auskunft über Trainings. Das mache ich auch total gern, das finde ich auch schön, weil für mich das auch der Kontakt zum Teilnehmer ist letztendlich. Also ich mag das gerne. Und Veranstaltungen natürlich auch, klar. Ich bin vor 2 Jahren bin ich mit dem Motorrad zu Wheels and Waves gefahren, nach Biarritz zum Beispiel. War eine cool. Richtig coole Geschichte. Mit Barbara und Matthias zufälligerweise. Genau, ja. Das war mega Event, war echt ganz, ganz toll. Oder WDW von, also World Ducati Week zum Beispiel, die ist ja alle 2 Jahre in Misano, da fahre ich auch immer hin mit dem Motorrad, also ja, nee, unbedingt. Also ich bin gerne auf solchen Dingen, wenn sie es zeitlich einrichten lässt, auf jeden Fall. Ach super, sehr schön. Ja, lustig, weil ich war vor 2 Wochen tatsächlich nach meinem Schräglagentraining kurz bei Bad & Bold und habe so ein bisschen gespoilert, dass du unser nächster Podcast-Gast bist. Und dann haben Barbara und Matthias gleich erzählt, die Tanja, die war ja mit uns auch schon unterwegs. Und also an der Stelle auch liebe Grüße und Shoutouts. Auf jeden Fall. Aber was hat das Motorradfahren denn mit dir so gemacht? Wenn du jetzt die Tanja vor Motorradführerschein zur jetzigen Tanja vergleichst, was stellst du für Veränderungen fest? Was stelle ich für Veränderungen? Es ist echt schwierig, die Frage zu beantworten, weil ich denke, dass ich eigentlich genauso bin, wie ich bin, weil ich schon immer war, wie ich war. Ich bin schon immer jemand gewesen, der extrem Sportarten auch geliebt hat, zum Beispiel Klettern, Kajakfahren und Co. Für mich zählt jetzt Motorradfahren so in diese gleiche Richtung. Was hat es mit mir gemacht? Ich finde es so spannend, mit Menschen zu arbeiten. Das ist für mich eine Bereicherung. Und es ist für mich eine Bereicherung, dann auch zu sehen, wie sich Menschen entwickeln. Und da kann ich dir jetzt ein aktuelles Beispiel nennen. Ich hatte letztes Jahr mit Ducati for You einen Teilnehmer hinter mir. Und den habe ich jetzt genau wieder am Hockenheimring getroffen. Und wenn du den dann ein Jahr später wieder hinter dir hast und dem seine Entwicklung siehst, was der in einem Jahr sich entwickelt hat, ist es einfach geil.
Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich ja auch weiß, warum diese Entwicklung stattgefunden hat. Ich war ja dann nicht unbeteiligt. Und das finde ich, das ist das, was mir dann dieses Feedback, was mir dann ganz viel gibt. Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass es sehr motiviert ist, wenn man sagt, okay, du hast was ausgelöst in den Leuten, da ist was passiert mit denen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es ist nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Bereich, wo man so einen Impuls geben konnte oder irgendwas so ein bisschen beitragen konnte, dass der jetzt da steht, wo er steht. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Doch, und es ist ja doch immer so ein, es ist ja nicht nur, dass man banalerweise einfach beim Motorradfahren besser wird, sondern man lernt ja dann auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, auch so die Reflexion, sich selber abzugleichen zwischen dem, was man denkt und was man eigentlich aktuell tut. Und da kann man ja, finde ich, auch für alle möglichen anderen Bereiche des Lebens viel mitnehmen. Natürlich, klar. Gerade so Rennstrecke, zum Beispiel, wenn das dann mal ein bisschen tiefer geht, wo es dann ja auch um mentale Geschichten geht, also auch um mentales Training, um Vorbereitung, um ganz, ganz viel, auch Videoanalyse und Co. Das ist schon spannend. Also es ist ja nicht nur aufs Motorrad setzen und am Hahn drehen, sondern viel mehr eigentlich. Jetzt machst du ja beides, also Rennstrecke und auch Enduro-Training oder auch quasi Nutzfahrzeugtraining. Wenn du mal so Enduro-Training und Rennstrecke miteinander vergleichst, sind da unterschiedliche Fähigkeiten ausschlaggebend aus deiner Sicht? Oder hast du doch sehr viele Gemeinsamkeiten? Ich finde, es hat auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Also ich würde das nicht so total selektiv sehen, sondern ich finde, man nimmt aus jedem Bereich auch was für den anderen Bereich mit. Also deswegen sage ich auch immer, dieser Blick über den Tellerrand ist total wichtig. Also ich merke es immer bei mir, gerade beim Enduro-Training, so Sachen wie Sanddurchfahrten, Schlammdurchfahrten, wo eigentlich sagen muss, okay, Geschwindigkeit stabilisiert, gebt mir Gas, aber so anders sage ich so, das ist unstabil, fahr langsamer. Also diesen Konflikt, den ich vielleicht beim Offroad-Fahren habe, habe ich auf der Rennstrecke eher nicht, wo es mir eher darum geht, richtiger Gang, richtiger Bremspunkt, richtiger Einlenkpunkt, richtige Linie durch die Kurve. Also es sind so andere Parameter, die da irgendwie reinspielen. Das ist aber dann, wenn du das erste Mal auf der Rennstrecke dich zum Beispiel entscheidest, oh, ich schaffe die Kurve nicht mehr und nehme den Chicken Way geradeaus durch den Kies, dann bist du um jedes Enduro-Training, das du vorher hattest, dankbar, weil dann wirst du durch den Kies auch durchkommen und nicht im Kies stecken bleiben. Ist tatsächlich so. Also darum sage ich ja, also du nimmst da wirklich von jedem Bereich auch was mit für jeden Bereich. Hast du, also du fährst ja viel Rennstrecke, eigentlich hauptsächlich, hast du noch irgendwie andere, wo du sagst, irgendwelche Goals für die Zukunft, dass du sagst, du willst mal irgendwie Enduro wandern für ein halbes Jahr oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Extreme in anderen Motorradsegmenten oder ist Rennstrecke so wirklich dein Herzensding? Nee, ich mache alles gerne und natürlich wäre so eine Reise, so mal ein paar Wochen irgendwo hin, nur Motorrad und ich, das würde mir schon im Kopf rumschwirren, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, da habe ich noch ein bisschen Zeit, das lässt sich noch umsetzen. Also das läuft mir nicht weg, sage ich jetzt mal. Das wäre so das Hirngespinst. Momentan fühle ich mich in dem Bereich, wo ich bin, sehr wohl und bin sehr ausgeglichen auch in dem Bereich. Und von dem her, ja, passt. Ach, wie schön. Mensch, ich hätte total Bock, jetzt einfach auch mitzufahren. Aber das ist immer so, wenn ich irgendwas mache und dann bin ich danach total gehypt und will das dann unbedingt noch viel mehr machen und so hangel ich mich von einem Punkt zum nächsten und ja. Ich bin ja heuer noch auf ein paar Rennstrecken, da kannst du dich ja mal mit einklinken. Ich wollte gerade sagen, du hast mir die Termine ja schon geschickt und ich habe es definitiv nicht vergessen. Das steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Also ich werde definitiv mal bei dir ein Training machen. Ich weiß nicht, ob ich es heuer noch schaffe, aber ich werde es definitiv machen. Und das wäre vielleicht noch so eine ganz gute Frage, auch für die Zuhörer zum Abschluss. Was muss ich denn tun als potenzieller Teilnehmer, wenn ich jetzt sage, Mensch, die Tanja ist so eine sympathische Nudel, ich möchte unbedingt mit ihr mal mitfahren.
Ja, gut, ich arbeite für verschiedene Veranstalter und das ist oft einfacher, wenn man mit mir persönlich erstmal Kontakt aufnimmt und sagt, okay, ich möchte dies oder jenes machen und dann kann ich raussuchen, ah, welcher Veranstalter wäre vielleicht auch passend, mit welchem Training, welche Strecke, ob Klein-, Mittel-, Großstrecke oder eben so ein klassisches ADAC-Training. Ich habe ja eine Website, die könnt ihr gerne mal unten dann vielleicht mit verlinken, wenn ihr wollt. Und dann, wie gesagt, kann man mich kontaktieren und ja, ich, wie gesagt, gebe dann gerne Auskunft und dann findet man den Weg schon zu mir, denke ich. Okay, super. Ja, das ist doch großartig, weil ich glaube, auch zum Anfang ist es, glaube ich, total wichtige Orientierung zu finden, welcher Anbieter bietet mir was. Und wenn du da eine neutrale Einschätzung hast oder sowas, für deinen Weg, das, was du dir vorgenommen hast, ist vielleicht das der als Anfang das Beste oder auch das Wahl der Rennstrecke, auf der ein Training stattfindet. Das ist ein Unterschied, ob du Hockenheimwald gerade ballerst oder Nürburgring irgendwie die Döttinger Höhe unternimmst oder einfach mal so einen kleinen agilen Kurs, also so einen mittleren Kurs wie Oschersleben oder die Räder nimmst. Das ist, glaube ich, schon für das, was man erreichen möchte, sehr, sehr hilfreich, da eine gewisse mal einen Rat zu kriegen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für den Einstieg schon mal sehr gut und wird sicherlich dankbar angenommen. Deshalb verlinken wir dich gerne und hetzen dir gerne unsere Podcast-Hörer auf den Hals, wenn es um das Thema Trainings und Rennstrecken-Tipps geht. Nachdem wir am Anfang schon Werbung fürs Offroad-Training gemacht haben, jetzt ganz viel Werbung fürs Rennstreckentraining, einfach Moped fahren, egal wo. Naja, generell Training, auch ja. Von mir aus Trial-Training, da gibt es ja, kann man auch eine Episode zu machen, da gehen ja auch zwei Leute. Ich kann nur sagen, mir hat jedes Training, egal ob Offroad, total viel geholfen, meine Fahrskills zu erweitern. Ich bin jenseits von irgendwo perfekt zu sein, also die dilettantische Mittelmaß, aber ich habe Bock drauf, weiterzumachen und irgendwie weitere Erfahrungen zu sammeln und ich kann ja nur sagen, was wie beseelt ich von Oschersleben, von dem Triumphtag zurückkam, wo ich definitiv das Thema Rennstrecke wieder für mich gewonnen hat an Bedeutung, wo ich eigentlich dachte so, jetzt machst du mal mehr Offroad-Training, da besser zu werden. Fuck, ich muss irgendwie alles machen. Aber das ist auf jeden Fall total toller Einstieg. Und daher, ich glaube, sind Tanja deine Tipps, glaube ich, sehr, sehr gerne willkommen. Das hoffe ich. Na super. Dann würde ich mich bei dir gerne bedanken. Zum einen für das ganz tolle Gespräch. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und zum anderen wollte ich mich nochmal bei dir bedanken, weil du ja auch eine unserer Podcast-Hörerinnen bist. hab heute auf der Fahrt wieder gehört einen. Ah, super. Welche denn? Ich kann es gar nicht mehr sagen, weil es ist so, ich höre ganz viel Sachen noch vom Gasgeflüster, habe ich auch noch einen gehört. Da ging es dann ums Moped-Putzen. Oh, Lieblingsbeschäftigung. Nee, voll gut. Und das hat mich wirklich total gefreut, weil ich habe dich ja im Drive-Baby-Podcast auch schon mal gehört. Wie gesagt, über Clubhouse haben wir schon mal gesprochen. Und dann, als du geschrieben hast, dass du auch unseren Podcast hörst, ist mir das Herz schon so ein kleines bisschen aufgegangen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Cool. Nee, ich finde ihn auch vielen, cool. Vielen Dank. Danke sehr. Wunderbar. Dann, viel Spaß am Wochenende. Danke. Und wir hören uns bald. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.